Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Transformatoren sind unser Thema. Heute wollen wir uns ansehen, was alles notwendig ist, dass man zwei Transformatoren parallel betreiben kann. Und ich spreche jetzt nicht wirklich von unterschiedlichen Maschinen, die auf ein Netz fördern und so weiter. Das sind eigentlich getrennte Transformatoren. Ich spreche jetzt wirklich von zwei Transformatoren, die einfach parallel hängen. Ja? Einfach zwei Transformatoren, die zwei unterschiedliche Spannungsniveaus parallel miteinander verbinden. Nun, also die Situation ist so, ja, da habe ich ein Netz, da habe ich einen Transformator, zeichnen wir so ein, ja, das ist ein Transformator, und da habe ich einen zweiten Transformator. Also wirklich parallel, das ist ja nicht, vielleicht nicht nebeneinander, aber wirklich parallel zwei Netze miteinander zu verbinden. Nun, wir haben hier eine Primärspannungsseite, eine Sekundärspannungsseite. Eine natürliche Forderung ist natürlich, dass die beiden Spannungen gleich sind. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle mal gleiche Primär- und Sekundärspannung. Okay. Was beinhaltet das eigentlich alles? Natürlich die Länge des Spannungszeigers, also die Spannungsstärke. Ja? Dann brauchen wir natürlich eine gleiche Netzfrequenz. Oder Nennfrequenz. Also wenn der für 50 Hertz ist, muss der auch für 50 Hertz sein. Wir können nicht einfach eine 60 Hertz drauf vereinbaren. Dann, jetzt haben wir gleiche Frequenz, gleiche Niveau und da muss natürlich auch die Phasenlage stimmen. Das heißt, eigentlich brauche ich die gleiche Stundenziffer. In gewisser Art und Weise kann manchmal die Stundenziffer ausgeglichen werden, indem ihr andere Anschlüsse verwendet. Aber prinzipiell brauchen wir das so. Ja? So, und dann brauchen wir noch, das ist die Spannung. Ja? Dann Strom und Strom und Spannung gemeinsam ergibt die Leistung. Und zwar haben wir natürlich das Leistungsverhältnis. Darf maximal 1 zu 3 sein. Okay? Also maximal, also wenn der eine einfache Leistung hat, darf der maximal dreifache Leistung haben. Oder der nur ein Drittel. 1 zu 3, wie das jetzt aufgeteilt ist, so mehr sollte man nicht überschreiten. Ja? Und dann brauchen wir noch was. Und zwar eine gleiche bezogene Kurzschlussspannung. Was ist das jetzt? Kurzschlussspannung UK. Was ist jetzt diese bezogene Kurzschlussspannung? Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Nun, wir stellen uns vor, ein Transformator ist kurz geschlossen. Also wir hatten ja das einfache Ersatzschaltbild, was so ausgeschaut hat. Da hat es ein RK gegeben, dann hat es ein LK gegeben. Und dann auf der Seite mache ich Kurzschluss. Da habe ich mein U1 und da habe ich mein U2' und das ist 0 Volt. 0 Volt, ja? Kurzschluss haben wir da. Ja? Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Nun, zeichnen wir das wieder ein, da haben wir das U1. Ja? Und dann habe ich das Kappsche Dreieck gehabt, wo das URK
und das ULK. Ja. Und ich zeichne das hier jetzt ein, ja, also so, unter 90 Grad dazu. Und das ergibt schon, diese zwei in Summe ergeben ja schon das U1. Ja. Zack, zack, da haben wir das URK und da haben wir das ULK. Ja. Da haben wir die 90 Grad und da rinnt der Strom, da ist der Strom I. Ja, das ist der Kurzschlussstrom IK. Da. Der hat eine gewisse Größe. Dann haben wir hier den Kurzschlussphasenwinkel Φk. So schaut das aus. Ja? So schaut das aus bei einem Kurzschluss. So, jetzt ist das da die sogenannte Kurzschlussspannung, da, oder? Das UK. Ja? Das ist genau eigentlich das Kappsche Dreieck, also da sehen wir wieder das Kappsche Dreieck bei einem gewissen Strom und so weiter. Und die Kurzschlussspannung ist praktisch das UK. Damit erklärt sich auch das UK als Kürzel. Ja. Und was ist jetzt? Das UK ist gleich URK plus ULK, ja. Die Kurzschlussspannung. Und jetzt, was ist jetzt die bezogene Kurzschlussspannung? Die bezogene Kurzschlussspannung ist, wenn IK ist gleich IN. Ja? Also der Kurzschlussstrom, der da hinten rennt, hat die gleiche Größe wie der Nennstrom. Okay? IN Strich eigentlich, IN 2 Strich, hat die gleiche Größe wie der Nennstrom und jetzt ist die Frage, wie groß muss hier die Spannung sein, U1 sein, daraus folgt, die Frage ist, wie groß muss U1 sein, um diese Bedingung zu erfüllen. Erfüllen. Ja. Dann habe ich U1. Ja. Dann habe ich U1 und dann drücke ich das noch in Prozent aus. Ja. Das ist praktisch das U1K. Ja. Das ist das U1K, nenne ich das jetzt einfach, ja. Dividiert durch U1 Nenn, ja, die Nennspannung. Und das ist die bezogene Kurzschlussspannung Ü, so wie geschrieben. Das ist die bezogene Kurzschlussspannung UK, oder? Ja. Also, das sagt praktisch aus, wie viel Spannung darf ich hineinschicken, ja. Und da kommt halt irgendwas raus. 10%, 5%, sowas. Ja, das ist die bezogene Kurzschlussspannung. Das heißt, wenn ich noch entsprechend mehr, wenn ich mit der Nennspannung da hineinfahre, ist hinten nicht der Nennstrom, sondern wenn das, weiß nicht, 10% ist, ist der 10-fache Nennstrom. Ja, und wenn es 5% ist, ist der 20-fache Nennstrom. Ja, also das ist die bezogene Kurzschlussspannung und die muss bei beiden gleich sein, weil die sagt eigentlich etwas aus über dieses Kappsche Dreieck. Ja. Und wenn sie die Kappschen Dreiecke bei den beiden ähnlich verhalten, dann verhalten sie sich auch unter Belastung ähnlich. Ja. Und deswegen brauchen wir eben da gleiche bezogene Kurzschlussspannung oder zumindest innerhalb der Toleranzen. Faustregel 10% Abweichung. Okay. Also das haben wir beim Parallelbetrieb von Transformatoren zu beachten. Also nicht nur, dass wir gleiche Primär-Sekundärspannung haben und so weiter. Leistungsverhältnis müssen wir sich anschauen. Ja, aber dann wird es nämlich immer wichtiger mit der Kurzschlussspannung, gell, wenn wir da zu sehr voneinander abweichen. Ja, und dann eben die bezogene Kurzschlussspannung muss auch ähnlich sein. Gut. Ja. Das also zum Parallelbetrieb von Transformatoren.
Jetzt haben wir jede Menge Sachen kennengelernt von Transformator. Jetzt wird es Zeit für eine Summierung, ja, ein Resümee quasi. Und das wird auch gleich das letzte Video sein, praktisch von den Transformatoren. Das nächste Mal reden wir nämlich über die Kenndaten, Kennbezeichnungen von Transformatoren, Drehstromleistungstransformatoren. Ja? Also wird so eine praktische Rekapitulation, was wir alles so gehört haben und zusammenfassen. Ein schöner Abschluss. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.